Wie soll ein Moslem damit umgehen, wenn seine Eltern Weg der Bid'a gehen, also schiitisch sind? Barakallahu fikum, wenn die Eltern Schia sind und der Moslem nach der Sunna die Religion praktizieren will, da sollte man Geduld zeigen mit ihnen. Da sollte man gut zu den Eltern bleiben und er sollte die Eltern gut behandeln, weil Allah subhanahu wa ta'ala damit befohlen hat, auch wenn die Eltern falsche Aqida haben oder falschen Weg haben. Und da muss man für sie viel Bittgebet machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie von falschen wegbringen und so weiter und so fort. Und da sollte man nicht, frontal mit ihnen diskutieren. Nicht. Sondern langsam, dass sie verstehen. Zum Beispiel, passt auf, eine Frage. Allah sagt im Koran, die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind die Mütter von Gläubigen. Die Mütter von Gläubigen. Bist du gläubig? Ja. Ist Aisha deine Mutter oder nicht? Wenn sie sagen nein, sagst du, das steht doch im Koran. War Aisha die Frau vom Propheten oder nicht? Ja. Radwallahu alaiha. Okay, dann Allah sagt, Aisha ist deine Mutter. Wie kann man über seine Mutter sagen, dass sie Sinne begangen hätte? Wie kann man seine Mutter beschimpfen? Das ist Koran jetzt. Wir haben ihnen kein Hadith von Bukhari und Muslim geholt. Koran. Dazu, wenn Al-Mahdi Aqida Grundlage für die Schia ist, wo steht das im Koran? Nach jedem normalen Verstand, bring mal ein Kind und frag dieses Kind, wenn Al-Mahdi Aqida Ursprung des Islam wäre, muss das irgendwie im Koran stehen oder nicht? Wo steht das? Nirgends. Und die meisten Hadithe, die die Schia für Al-Mahdi nehmen, die sind bei Ahl-Sunnah, nicht bei ihnen. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Da gibt es bestimmte Fragen. Ein Gelehrter, die Schia wollten mit ihm diskutieren, der hat gesagt, okay, ich diskutiere mit euch, aber ich stelle euch nur eine Frage. Und dann diskutieren wir. Haben gesagt, bitte. Der sagt, Allah sagt im Koran, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Die allerersten von den Sahaba, von Muhajirin, Ansar, Mekka, Medina. Und dann diejenigen, die ihnen folgen, mit gutem folgen. Welche Gruppe seid ihr? Welche Gruppe? Die wollten mit ihm nicht mehr diskutieren. Natürlich. Weil die sind von Sahaba, die sind nicht von Sahaba. Und folgen sie Sahaba mit Ihsan? Auch nicht. Dann wer seid ihr? Deshalb, Barakallahu fikum, diese Art Diskussion mit Schia, der hat das gemacht und der hat das gesagt und in diesem Hadith, und das bringt nicht. Da sollte man Grundlagen nehmen. Wenn man sagt, ja, Hussein, verlangt man von Allah oder von Hussein? Macht man Dua für Allah oder für Hussein? Wenn man sagt, ja, Hussein, von Allah? Ja. Deshalb klar, deshalb Barakallahu fikum, so sollte man sein, langsam mit ihnen, bis sie begreifen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten.